Wir machen jetzt eine Body-Percussion-Übung, die man mit Jugendlichen und Erwachsenen gut machen kann. Und wir fangen erstmal ganz einfach an. Genau, und dazu wenden wir uns nach rechts. Genau, und schnipsen rechts mit dem rechten Fuß und schnipsen links mit dem linken Fuß. Dann kommt direkt der zweite Abschnitt, der geht so. Der dritte Abschnitt geht auf die Beine. Genau, jetzt kommt zu jedem Schritt zwei Klatscher. Jetzt klatschen wir insgesamt oder patschen achtmal. Und dann klatschen wir mit beiden Beinen gleichzeitig auf die Füße und bleiben stehen. Jetzt nehmen wir direkt schon den vierten Teil mit dazu. Der ist nämlich sehr kurz, den brauchen wir nicht einzeln üben. Und umdrehen. Jetzt verbinden wir den ersten und den zweiten Teil. Das heißt, wir schnipsen viermal und klatschen dann zweimal. Und dann geht es wieder von vorne los. Gut, nachdem wir jetzt ersten und zweiten Teil jeweils separat geübt, also ersten und zweiten zusammen, dritten und vierten, verbinden wir jetzt alle vier Teile. Gut, und wenn das in der Gruppe insgesamt gut sitzt, dann erinnern wir uns daran, dass es sich um einen Body Percussion Kanon handelt und teilen uns jetzt in zwei Gruppen auf. Eine kleinere Gruppe, bestehend aus uns, wird ein kleiner Kreis und die andere Gruppe ist ein größerer Kreis. Das kann man natürlich in bis zu vier Gruppen machen. Genau, ihr außen fangt an und los. Ja, diese Übungen kann man, wie gesagt, besonders gut in großen Gruppen ausführen. Es gibt aber auch sehr viele Varianten. Man kann es natürlich auch im Stehen machen, auf dem Platz. Man kann die Klatschmuster, wie auch immer, abändern. Man kann noch Wörter oder Lieder dazu nehmen. Genau, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In jedem Fall hilft es sehr bei der Erdung und den eigenen Körper wieder gut zu spüren.